Willkommen zum Ermutiger für Montag, den 12. April. Das Wort aus der Losung aus Lukas 2 von einem Simeon. Er sagt: Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Was ist geschehen? Simeon hat einfach nur einem Säugling in die Augen geschaut. Er sieht, Jesus ist da, Jesus ist im Tempel als neugeborenes Kind. Und jetzt, wo er im Tempel, im Haus ist, da beginnt Gottes gute Zukunft. Jesus im Haus. Bevor ich näher auf diesen Text eingehe, möchte ich ein Lied singen, das wir schon mit vielen Konfirmanden gesungen haben, auf so mancher Jugendfreizeit. Ich bin so froh, dass Jesus in meinem Haus, in meinem Lebenshaus ist. I'm so glad that Jesus lives in my house. Ein Lied, wo jemand einer Einladung gefolgt ist, eine Einladung ausgesprochen hat. Jesus, Teil meines Lebenshauses. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful that you sacrificed your Son. You saved my soul and changed my destiny. Thank you, God, for Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life and always will be. Thank you for the purpose you have placed in me. Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life and always will be. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Ein beschwingter, lockerer Reggae-Rhythmus, weil hier etwas ausgedrückt werden soll, was ich auch bei diesem Simeon so spüre. Erleichterung. Jesus ist in meinem Lebenshaus. Jesus ist fester Bestandteil meines Lebens, meiner Zukunft. Osterhoffnung. In diesem Lied heißt es: Danke für die Vergebung. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich bin so froh, dass du in meinem Lebenshaus bist. Ein ganz tolles Bild, das wir vielen Konfirmanden, vielen Freizeitteilnehmern, vielen Jugendlichen schon vor Augen gemalt haben. Dein Leben wird anders, wenn du es mit Jesus teilst. Wenn Jesus in deinem Haus, in dir lebendig ist, eine Stimme, auf die du hörst, dein Innenarchitekt, mit dem du nach und nach deine Lebensräume durchgehst und ihm sagen lässt, was seine guten Gedanken sind. Dem Simeon ging so. Der sieht das Jesus-Baby und er weiß, Gott hat die Welt betreten und wird sie nicht mehr verlassen. Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.
Er überschlägt sich mit Worten, mit Hoffnungen, mit Bildern der Zukunft in den schönsten Farben. Ein Heiland, da steckt der Heiler mit drin, Jesus der Heiler. Das Heil, das Licht zur Erleuchtung der Heiden und das Heil für Israel, für die ganze Welt ist Jesus gekommen als Lichtbringer. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Wenn Jesus der Herr im Haus ist, wenn Jesus bei mir in meinem Lebenshaus und in all den einzelnen Lebensbereichen, in der Küche, im Schlafzimmer, im Fernsehzimmer, im dunklen Keller und im Vorratsspeicher, wenn er da das Sagen hat? Mich hat das erinnert an die sogenannte Jesus-Schublade. Und dieses Bild möchte ich uns allen für diesen Tag mitgeben. Es ist kein Gebet, sondern es ist Gott in den Mund gelegt. Und ich finde das unheimlich schön, wenn ich diese Worte höre, was Jesus in meinem Haus, was das für Folgen hat. Hallo, mein Kind, ich bin dein Gott. Und heute will ich mich um all deine Probleme kümmern. Bitte vergiss nicht, dass ich deine Hilfe dazu erstmal nicht brauche. Und wenn du in Versuchung gerätst und meinst, mit einer Situation nicht fertig zu werden, dann leg das Problem ab in der Schublade Arbeit für Jesus. Und es wird zu meiner Zeit bearbeitet werden, nicht zu deiner. Sobald das Problem in meiner Schublade liegt, halte nicht daran fest und widerstehe der Versuchung, es wieder herauszunehmen. Es wird die Lösung des Problems verzögern, wenn du daran festhältst oder es aus der Schublade herausnimmst. Wenn es eine Situation ist, von der du denkst, du könntest allein damit fertig werden, bitte halte im Gebet Rücksprache mit mir, sodass du sicher sein kannst, dass es die richtige Lösung ist. Weil ich nicht schlafe, besteht keine Notwendigkeit für dich, dir den Schlaf nehmen zu lassen. Sei gelassen, mein Kind. Wenn du mich erreichen willst, ich bin nur ein Gebet weit von dir entfernt. Jesus, danke, dass du in meinem Lebenshaus bist, dass du in jedem Leben, in das du hineintrittst, ordnend und planend und sorgennehmend anwesend bist. Du bist wirklich als großes Licht, als Heil in diese Welt gekommen, damals ins Leben vom Simeon und seitdem ins Leben vieler Menschen. Jeder, der jetzt hier mitbetet, Jesus, sei du gegenwärtig, sei du lebendig im Haus als der, von dem wir ganz fest wissen, du wirst unsere größten Probleme lösen. Wir brauchen es nicht mehr aus der Schublade nehmen. Die Probleme, die wir dir hingelegt haben, die gehören dir. Schenk uns dieses tiefe Gottvertrauen. Schenk uns den Glauben eines Simeon, der dich gesehen hat und wusste, jetzt wird alles gut. Unser Leben, Jesus, liegt in deiner Hand. Sei du in uns, in jedem Raum unseres Hauses. Fülle uns aus, Jesus. Und gib unserem sorgenvollen, unruhigen Herzen deinen Frieden und deine Ruhe. Lass diesen Frieden in uns einziehen, wenn wir jetzt zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
kam.